Tatort Berufsschule. Hier hat sich vor wenigen Minuten offenbar ein Verbrechen ereignet. Einsatz für Christian Reuter und Martin Fuchs. Arnold, die 1221 hat Eintreffen. Guten Tag. Kim Sandmann, mein Name. Ich war mit meiner Schwester verabredet und die ist... Wir waren hier verabredet und sie ist nicht da gewesen. Und ich habe ihre Tasche gefunden, ich habe sie gesucht. Ist das Ihre Tasche? Haben Sie mal reingeguckt? Das ist Ihre Tasche, ja. Es ist alles drin, Ihre Wertsachen, Ihr Handy, Ihr Portemonnaie. Und sie lässt sowas nicht liegen, also es ist ihr Heiligtum. Ja. Geht sie hier zur Schule? Sie geht hier zur Schule, okay. Ja. Die Beamten lassen sich von der besorgten Frau das Schulgelände zeigen. Auf dem Weg will Martin Fuchs so viel wie möglich über die Vermisste erfahren, um eine Nahbereichsfahndung einzuleiten. Was hat Ihre Schwester denn an? Beschreiben Sie sie mal ein bisschen. Lange blonde Haare, sehr lange blonde Haare, gehen schon über die Brust, sehr groß. Es ist ein Modepüppchen, also sie schminkt sich halt gerne, es ist das pure sehr Gegenteil groß, von sehr mir. Groß, sehr, sehr groß. Ja, es sehen aus wie Ihre Schuhe. Okay. Das sind Ihre Schuhe, ja. Warte mal, da ist doch was. Komm mal her. Guck mal. Oh. Vicky! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich nehme Ihnen den Knebel ab. Mhm. Ja? Okay. Nee, weg mit dieser ekelhaften Jacke. Brauchen Sie einen Rettungswagen? Nee, ich hätte gerne meine Klamotten wieder. Wir haben Ihre Klamotten nicht abgenommen. Also, ne? Ne? Ganz ruhig. Also ich wurde hier gefesselt. Ja. Ich mach sie jetzt erstmal ab. Ja. Von wem? Also ich bin mir 1000%ig sicher, dass sie Marie das war. Aber das war eine Frau, die war komplett vermummt. Ja. Mit einem Schlapphut auf. Und es kann eigentlich nur die Marie gewesen sein. Und ich bin mir auch zu 100%ig sicher, dass sie das war. Und meine Klamotten sind weg. Also das ist gerade das Schlimmste. Also sie waren hier auf dem Schulgelände, dann kam eine Person. Genau. Wenn ich mich gewehrt hätte, hätte sie mir meine Haare abgeschnitten. Hat sie mit irgendwas bedroht oder mit was? Mit einer Schere, ja. Ah, okay. Okay. Genau, da musste ich mich komplett entkleiden und ich wurde hier dran gefesselt. Und hätte ich mich gewehrt. Legen Sie immer die Jacke um die Schulter. Nee, ich brauche keine, danke. Sie können nicht. Doch hier nicht so rumlaufen. Ich habe Wechselklamotten in meinem Spind drin. Dann stehen Sie auf und dann gehen wir zum Spind. Hören Sie mal, das ist ein Schulgebäude. Sie können doch jetzt nicht hier im Schlüpper rumlaufen. Auf dem Weg zum Spind des Opfers interessiert die Polizeioberkommissare Martin Fuchs und Christian Reuter das Motiv für die Tat. Das liegt momentan im Dunkeln. Was soll der Grund sein? Warum soll diese Marie sie überfallen haben? Die Marie denkt immer, sie wäre die coolste mit den ganzen Klamotten in der Schule. Ja. Und wir sind eigentlich Feindinnen, wir hassen uns. Und sie kommt wohl damit nicht klar, dass ich beliebter in der Schule bin und cooler bin als sie. Und genau deshalb nehme ich auch an, beziehungsweise ich weiß es, dass Marie das auf jeden Fall war. Ja. Mhm. Darf ich mal eine Frage fragen? Natürlich. Mir kommt das ein bisschen komisch vor, dass Sie jetzt so entblößt da gefesselt waren und die meiste Zeit sich darüber aufregen, dass Ihre Klamotten weg sind. Das waren teure Markenklamotten. Damit bin ich bekannt geworden in der Schule mit diesen Klamotten. Deswegen, bekannt geworden? Ja, deswegen sind mir diese Klamotten auch ganz, ganz wichtig und ich hätte die auch sehr gerne wieder. Und dass Sie jetzt hier im Schlüpper über das Schulgelände laufen, ist nicht so wichtig. Ist das hier? Nee. Gut, okay, dann. Ja, dann ja. Gucken wir mal, dass wir die Markenklamotten im Spind finden. Bitte. So, Sie müssen uns führen. Ja, hier ist mein Spind und mein Schlüssel war in meiner Tasche drin gewesen. Ah, oh, sehr gut. Und hier hängt was. Und das, Pass auf, sonst gehörst du auch bald zur letzten Saison. Was heißt das, letzte Saison? Na, von Modetechnisch her zur letzten Saison. Ich bin mir nicht, also die Schrift kann ich zwar nicht eindeutig Marie zuordnen, aber ich bin mir trotzdem 1 Million%ig sicher, dass sie das war. Okay, gut. Wer ist denn diese Marie? Das sind Ihre Sachen. Ja, unten, ja. Ne? Dann komm, dann ziehen sich gerade was über. Haben Sie nähere Angaben zu dieser Marie? Ja, das ist meine Erzfeindin. Gut, okay. Meine Erzfeindin, das ist überhaupt keine Adresse. Wie bitte? Erzfeindin ist keine Adresse. Haben Sie irgendwas von ihr? Nachnamen oder heißt sie Marie Erzfeindin? Also sie heißt Marie Frerichs und die wohnt in der Südstadt hier, aber ja, ich habe ja nichts mit ihr. Frerichs ist jetzt kein Name, der nee, so geläufig ist, ne? Das werden wir dann. Gut. Wie alt ist diese Marie Frerichs? Die ist so alt wie ich, wir gehen zusammen in eine Stufe. In eine okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie alt sind Sie? Ich bin 18. 18. Während sich die Bestohlene das nächste Designer-Outfit anzieht, will Martin Fuchs mehr über die Verdächtige erfahren. Vorher macht das Opfer allerdings eine interessante Beobachtung. Sonstige Verletzungen haben Sie jetzt nicht. Und hier ist was, was ich glaube, ich identifizieren kann als mein Gürtel. Also ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht mein Spind, aber es ist definitiv mein Gürtel. Guckt der gerade da raus oder was? Ja.
Und er ist definitiv mir. Okay. Wem das Spiel gehört, wissen Sie nicht. Komm, Arnold. Ich hab den Schlüssel nicht, aber... Nee, aber Sie müssen doch vielleicht schon mal wissen, wer sich neben Ihnen hier... Der gehört der Marie. Ach so. Ja. Und deswegen bin ich auch so 1 Million% sicher, dass es war. Okay. Ja, haben wir mit. Dankeschön. Vorgebirgstor 30. Wer sind Sie? Was mein Name ist Gerlach. Ich bin der Hausmeister der Schule. Grüße Sie. Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Ja. Schauen Sie. Die junge Dame hat gerade festgestellt, dass aus ihrem Spind ein Stück Kleidung hervorlugt, das sie zuordnen kann. Unsere Frage ist, jetzt haben Sie eventuell mal einen Schlüssel für diesen Spind. Ja, gibt es da Ersatzschlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Weil das sind ja nicht Ihre eigenen Schlösser, ne? Diese da. Das sind alles die gleichen Schlösser. Die Schulschlösser. Ne? Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es dafür auch einen Ersatzschlüssel gibt. Haben Sie einen Universalschlüssel? Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir, ich weiß ja. Weil der Hauptschlüssel ist weg, der genaue Hauptschlüssel. Ich habe aber im Büro noch einen Reserveschlüssel. Das ist toll, wenn Sie den gerade mal holen. Ich gehe mal gerade. Ja, alles klar. Alles klar. Der Hausmeister, Herr Gerlach, der rief uns, nachdem er eigentlich den Zweitschlüssel fürs Spind holen sollte, nochmal in sein Büro, weil er dort eine Entdeckung gemacht hat. Wir sind dann mit ihm und konnten dann in der obersten Schublade, wo er normalerweise die Schlüssel aufbewahrt, in dieser Schublade konnten wir diesen Slip finden, den wir auch nachher der Vicky zuordnen konnten. Ist die auch eben geklaut worden? Das war wohl mit meinen Sachen in meinem Spind gewesen. Wer hat den Zugriff auf die Schublade hier? Normalerweise habe ich Zugriff, aber wie der Slip hier rankommt, ich war die Tür verschlossen. Wo ist der Schlüssel denn von dem? Der Schlüssel? Mein Reserveschlüssel liegt hier. Ja, den Sie nochmal den Schlüssel. Gehen Sie nochmal den Schlüssel. Gucken Sie mal bitte nach, ob noch andere Sachen fehlen bei Ihnen oder andere Sachen noch da drin liegen. Ich kann dir genau sagen, was das war. Ich will dir jetzt nichts unterstellen und du weißt auch, ich mag dich sehr gerne, aber nach dem Flirtversuch heute Morgen, wo ich dich habe abblitzen lassen, ist es ja schon sehr verdächtig, dass jetzt hier meine Sachen gestohlen sind und Sachen von mir bei dir auftauchen. Ich würde mich hüten, da einen Slip von dir reinzulegen. Also ich wäre doch nicht verrückt. Die Frage ist, wie wären Sie an den Slip gekommen? Das ist viel wichtiger. Ja, das ist ja auch die Frage. Ich bin ja nicht dran gekommen. Der liegt hier drin, deshalb habe ich sie ja geholt. Der Hausmeister hätte die Beamten tatsächlich nicht über den Slip informieren müssen. Nach dieser glaubhaften Aussage nehmen Martin Fuchs und Christian Reuter den Spind der Mitschülerin unter die Lupe. Wir werden, oder für uns wichtig ist, dass wir mit dieser Marie mal sprechen. Adresse haben wir. Wir werden da mal vorbeifahren. Dazu soll es jedoch nicht kommen. Auf dem Weg zur Adresse der Mitschülerin erreicht die Polizeioberkommissare eine wichtige Information. Wir haben jetzt gerade noch mal einen Funkspruch von der Leitstelle bekommen. Die Marie war nicht zu Hause und deswegen fahren wir jetzt an einen nahegelegenen Park. Es ist also so, dass die Marie der Vicky noch mal eine Nachricht geschickt hat und die jetzt in einem Park treffen will. Und dann fahren wir jetzt dahin und dann versuchen wir mal, das Mädchen abzufangen. Als die Beamten im Park ankommen, ist der Streit zwischen den beiden Schülerinnen bereits völlig eskaliert. Martin Fuchs und Christian Reuter greifen sofort ein. Hey! Stopp! Boah, die haben sich ja verbissen. Gut. Was ist denn hier los? Ich glaube, du hast sie. Bleiben Sie da. Was ist los hier? Ja, geht. So. Aber sie hat mich überfallen. Sie hat mich angegriffen. Wie überfallen? Sie hat mich niedergeschlagen und hat mich in diese Oma-Klamotten gesetzt. Also bitte. Wer sind Sie denn? Ich bin Marie Frerix. Sie sind diese Marie. Ach, okay. So. Da haben wir sie. Weil Sie werden von ihr beschuldigt, sie heute in der Schule überfallen zu haben. Sie hat mich überfallen, also bitte. In der Schule, heute Morgen in der Schule. Nein. Wo waren Sie denn heute Morgen? Ja, heute Morgen war ich in der Schule und da wir früher aus hatten, bin ich noch gemütlich zum Shoppen gegangen. Da bist du zu mir gekommen, hast mich entkleidet, wolltest meine Haare abschneiden, hast mich an diesen Zaunpfahl gefesselt. Warum sollte ich dir das antun? Also du bist die ganze Zeit neidisch auf mich. Nichtsdestotrotz werden Sie jetzt beschuldigt und jetzt sagen Sie, nee, ist andersrum, sie hat mich überfallen. Wie ist das denn abgelaufen? Ja, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber ich wurde niedergeschlagen. Hier ich war jetzt. Beim Einkaufen. Hier. Ja, hier. Was heißt niedergeschlagen? Sie hat mir irgendwas über den Kopf gezogen. Ich habe dann nur noch gesehen, dass es eine Frau war mit einem Schlapphut und einem Tuch über dem Kopf. Und meine teuren Klamotten wurden mir geklaut. Ist ja eigentlich das, was auch Sie genau heute das ausgesagt Gleiche hast haben. Du heute wahrscheinlich bei mir gemacht. Außerdem wurde ich von dir hierher bestellt. Also dreh jetzt mal nicht die Lage so, als wäre ich die Böse. Also erstens mal würde ich dieses komische Zeug niemals anfassen. Zweitens hast du mir eine SMS geschrieben, dass SMS? Ich hierher kommen soll. Dass du meine Klamotten hättest, von heute Morgen anscheinend. Ich hab mit deinem komischen ganzen Zeug da überhaupt gar nichts zu tun. Dann zeigen Sie uns die SMS doch mal. Ja, kann ich gerne machen. Aber wenn hier irgendwas in der Nähe, wenn sich das jetzt deckt, kommt mir das auch komisch. So, sehen Sie, ich habe nämlich schon gar kein Handy mehr. Ja, das hast du gerade wahrscheinlich ins Gebüsch geworfen, dass es keiner nachvollziehen kann. Komm doch einfach nach. Da sitzt jemand, komm mal her. Ah, da ist es. Geh mal hier rum. Bleiben Sie mal da. Bleiben Sie ruhig mal stehen. Stopp. K
ganz ruhig, ganz ruhig. So, wer haut denn hier ab? Guck mal. Hey. Was machst du denn bitte hier? Ausgerechnet du! Wenn sie sich weiter wehren, dann tut's noch mehr weh. Ich glaube, du hast dich nicht mehr alle. Was machst sie du denn? Sie bleiben jetzt da hinten. Stopp! Gehen Sie mal bitte darüber. Sag ich was? Genau das war das gewesen. So, komm mal hier mit rüber. Okay. Kennen Sie sie denn? So, ich lasse sie jetzt los und bleib dabei. Ja? Kriegen wir das hin? Mauerblümchen. So, was ist los? Okay. Was soll das? Ich komm vom Einkaufen, ich war shoppen und ich will einfach nur nach Hause gehen. Ganz ruhig. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine weitere Mitschülerin der Berufsschule. Diese zeigt sich den Beamten gegenüber jedoch zunächst wenig kooperativ. Sie können sich nicht ausweisen. Das müssen Sie. Mal da reingucken. Hier sind auch noch mal Klamotten. Und deswegen, ich habe schon mal gerade gesehen hier. Das hat sie nämlich gerade da reingeschmissen. Gut, ich mache die Belehrung jetzt gerade noch zu Ende. Alles klar. Also, Sie sind jetzt hiermit beschuldigt einer Straftat. Wir werfen Ihnen den Raub vor. Zweifach. Danke. Ausweisen können Sie sich auch nicht. Das heißt, wir werden Sie jetzt erstmal ID-mäßig behandeln und das auf der Wache. Sie kommen also mit. Ja, ich kann das ja alles erklären. Okay? Ja, dann mal raus mit dem Spaß. Ich weiß auch nicht, was da in mich geraten wird. Die haben mich sowas von fertig gemacht. Ich wurde nur gemobbt von denen. Die haben es einfach verdient. Ich hab die einfach aufeinander aufgehetzt und das alles gefilmt. Und das wird die ganze Schule sehen, weil ich lasse mich nicht mehr verarschen, weil ich irgendwie kein Geld habe für Klamotten, die ihr... Sagen Sie dem Kollegen das mal. Wem ist das Handy? Mir. Und hier fehlt noch ein Handy, fehlt jetzt noch. Das ist in der Tüte. In der Tüte noch? Sie kommen auf jeden Fall mit. Muss ich wirklich mit? Ich muss nach Hause, Sie. Ich muss auf meine Geschwister aufpassen. Ja, dann hätten Sie sich davor vielleicht mal überlegen können. Wir nehmen die Sachen noch mit, die kriegen Sie aber dann zurück. Wir nehmen dann alles auf. Mhm. Und dann setzen sich auch, wie bei Ihnen, habe ich ja gesagt, die Kollegen von der Kriminalpolizei setzen sich mit Ihnen in Verbindung. Und dann bekommen Sie die Sachen dann auch wieder. Okay. Ja?